Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder unterwegs mit unserem Valtra und ich habe den letzten Ernteauftrag auf Feld Nummer 6 abgeschlossen, aber auch einen neuen angenommen. Deswegen fahren wir jetzt hier mit dem Valtra auch zu Feld Nummer 16, denn hier steht auch bereits unser Drescher, unser Deutz. Und ich hatte es ja das letzte Mal schon gesagt, wir haben noch einen Ballen vom letzten Auftrag und den würde ich gerne holen mit diesem Valtra. Und dann werden wir nämlich hier den Frontlader nämlich montieren und dann holen wir den Ballen. Und wie ich gesehen habe, haben wir auch noch auf dem Feld Nummer, jetzt weiß ich gar nicht die Nummer, denn ich habe auch den Auftrag zum Mähen und Silageballen erstellen angenommen und dort liegt auch noch ein Ballen rum. Den haben wir anscheinend auch vergessen. So, und dann würde ich nämlich den auch holen wollen. Ja, wo haben wir denn? Da ist es doch, da ist es doch. Da müssen wir erstmal hier wieder zack und ein bisschen ran und ablassen. So, jetzt kann es natürlich nicht schaden, wenn wir den hier mal ein bisschen warten. So, den Drescher haben wir auch schon gewartet, den Deutz. Der war schon fast am Ende. So, und 961, okay, das passt. Jetzt sind wir wieder fit. So, den Frontlader holen. Ja, ist die Schaufel dran. Wo ist denn eigentlich? Ah, die Ballengabel ist nebendran. Sehr schön. Ups. Zack. Und ablassen. Gut. So ein bisschen hoch. Und jetzt noch das Gewicht hinten dran. So, jetzt muss ich gerade nochmal schauen auf die Karte. Also, wir haben, obwohl wir können auch hier gucken, Ballenpressen auf Feld Nummer 15. Da habe ich entdeckt, dass tatsächlich noch ein Ballen liegt. Ob das jetzt, das wird auch ein Grasballen sein, der nicht gewickelt wurde beim letzten Mal. So, und ich habe ja gesagt, dass wir auf jeden Fall hier diesen Auftrag noch entgegennehmen, weil da wieder ein Göweil-Wickler dabei ist. Und den wollen wir ja auch noch mal ein bisschen antesten, austesten, uns ansehen. So, jetzt muss ich aber ein bisschen überlegen. Wir müssen da vorne im Kreisverkehr erstmal rechts fahren. Holen wir erstmal den anderen Ballen. So. Und dann müssen wir da, glaube ich, links. Stopp. Ja, links rum. Ach, ja, wir hätten auch anders fahren können, sehe ich gerade. Jupp, mal jetzt müssen wir übers Feld, beziehungsweise hier dann rein. Ja, wir hätten auch vorher schon links fahren können und dann von der anderen Seite, weil der Ball liegt ja auch, glaube ich, auf der ganz linken Seite. So, hier geht's rein. Da hatten wir nämlich vorher unseren Auftrag fertig gemacht. Schubidubidu. Und da unten müsste doch jetzt noch der Ballen liegen. Ja, sehr gut. Okay. Zack. Dann schnappen wir uns den. Oh, da geht schon ganz schön. Naja, weil da sehen wir sogar schon den Ballen. Da hinten liegt der. Da ist ja das Feld. Was wir jetzt haben, den Auftrag, jetzt muss ich mal schauen, macht der jetzt hier Fruchtzerstörung? Nein, der macht jetzt hier keine Fruchtzerstörung, oder? Nö, nö, nö. So, da haben wir doch tatsächlich noch einen Ball liegen und haben den vergessen. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir die beiden zusammen... Ach, der ist auch deutlich kleiner. Okay. Na. Ja, komm, fall runter. Oh ja, der ist deutlich kleiner. Okay, dann duschen wir so ran. Und dann schauen wir mal, ob wir die beiden aufgespießt kriegen, um sie dann auf den Hof zu bringen. Ein bisschen runter. Ups.
Ja, das wird spannend. So, ihr seht schon hier vorne, da zwischen den Ballen, da steht schon unser Göweil. Ich habe den schon hergebracht, damit es ein bisschen schneller geht. Hinten dran ist auch schon der Schwader. Den habe ich hier auf den Parkplatz gestellt. Naja, ich hoffe mal, dass die Leute hier jetzt nicht ausparken wollen, weil die habe ich ein bisschen eingeparkt. So, aber wir müssen unser landwirtschaftliches Gerät halt auch irgendwo zwischen abstellen. Und der Case 2, der hier in dem Auftrag dabei ist, der steht noch beim Händler. Der hat das Mähwerk schon dran und ich bin jetzt gerade ein bisschen am Zweifeln, ob ich eventuell den Schwader für umsonst mitgebracht habe, weil ich glaube, dass das Mähwerk auch Schwadablage hat. Aber das werden wir dann gleich checken. So, jetzt sind wir hier am Hof. Okay. Dann schmeißen wir das Ganze doch hier in unser Fermentersilo. Jetzt muss ich mal schauen. Das sind beides ja, das müsste ja beides Gras sein, ne? Also es kann ja nichts anderes sein. So. Oh nee, das ist Heu. Das ist Gras. Wieso ist das Heu? Weil wir es... Stimmt, wir haben da gewendet. Da war es Heu. Okay. Naja, wir werden sehen. Jetzt muss ich den hier erstmal, glaube ich, wegbringen. Oder beziehungsweise aus dem Weg stellen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Nee. Oder? Nee, die verschwinden nicht. Die gehen als Ballen, gehen die nicht ins Silo. Aber muss ich auch wieder sagen, ist eigentlich auch logisch oder vernünftig. Also dann packen wir die zwei Ballen hier an die Wand. Und dann verbraten wir die eigentlich im Futterwagen, je nachdem. So. Beziehungsweise, wenn wir die natürlich auflösen im Futterwagen, dann können wir die auch ins Silo machen. Aber ist ein Mordsakt. Muss eigentlich nicht sein. Die können wir dann auch so irgendwo reinwerfen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Ballen hier. Das ist gut. So. Und ablassen. Na. Nee. So, ein bisschen noch reinschieben. Oh, geht gar nicht, oder? Doch, geht. Komm, okay. Gut. Dann wieder den Frontlader abgeladen. Zack, und zwar zusammen mit der Gabel und dann müssen wir das Gewicht wieder umhängen. Huch, geht das so? Ja, oder? Jo, sehr schön. Und dann bringen wir den hier und dann starten wir mal mit der Ernte. So, dann haben wir nämlich auch ein freies Feld zum Mähen, weil sonst würde uns nämlich der Ball ein bisschen im Weg liegen. Ah ja. Ja, komm, fahr vorbei. Fahr. Na, was ist? Komm. Husch. So. Das ist aber echt dreckig. Den müssen wir unbedingt, ja, wir müssen unbedingt Maschinenpflege machen dann. So, Freunde. Sehr schön. Ja, das Rapsfeld, aber das wollte ich auf jeden Fall auch ernten. Bin ja auch mal gespannt, wenn wir da langfahren, wie das sich so macht, wie das aussieht. Gefällt mir richtig gut, so Felder, so ein bisschen im Dorf drin. So, den wieder angehängt. Ja, hier müssen wir einfach ein bisschen mit kleineren Maschinen arbeiten. Mit den ganz großen geht es nicht. So, der Motor aus. Und in den Deutz. So. Hubbel. Bisschen hier über die
durch die Botanik. Das können wir wieder ausmachen. Die hier rundum können leuchten. Okay. So, dann klappen wir den mal auf. Sehr gut. Und dann setzen wir gleich mal hier an und fahren einmal rum. So, ein bisschen vorsichtig hier um die Laterne. Sehr gut. Sehr schön. So, und ich habe es in der letzten Folge ja schon angesprochen, ganz kurz. Es gibt ja, in Kürze kommt ja ein neues DLC. Und das werden wir uns auf jeden Fall hier für die Map holen, weil hier passt es ideal rein. Eine schöne Material- bzw. Gerätschaften, Traktoren, Schwader, Ladewagen und ähnliches. Alles für die Alpen, also für den Hang sozusagen. Und das Ganze nennt sich Hay and Forage Pack, also letztendlich Heu- und Futterpaket. Und das bietet sich auf jeden Fall hier an zum Antesten. Und das kommt meines Wissens am 13. Juni. Also in knapp 14... Hallo? Ist das Charlie? Hä? Wo ist er denn? Ist er uns gerade hier in den Drescher reingelaufen? Wo ist er denn? Ach, da vorne. Mensch, Charlie. Wie? So weit weg von zu Hause. Mann. Ja, wie gesagt, das kommt dann in knapp 14 Tagen und dann haben wir auf jeden Fall interessante, spannende Gerätschaften hier mit Rigi-Truck und auch einige neue Gerätschaften und das passt dann wunderbar hier zur Map. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht, ob ihr auch Interesse an diesem DLC habt, ob ihr diese Gerätschaften euch dann auch gleich holen werdet, ob ihr das im Season Pass, weil im Season Pass ist das ja mit drin. Da ist es dann gleich kostenlos zum Download bereit. Oder ob ihr euch das Ganze hier, wenn ich das richtig sehe, im Frühbucher für 8,99 und später soll das Ganze dann 9,99 kosten, ob ihr euch das so holt. Würde mich mal interessieren. Wir werden es auf jeden Fall holen hier und dann mal hier ein bisschen austesten und ja, anwenden. So ein kleiner Rigi oder so, der ja auch eine Kabine hat mit Niveauregulierung beziehungsweise sich anpasst eben an die Hanglage. Da bin ich mal gespannt, wie das kommt. Ist auf jeden Fall hier nicht ganz verkehrt, weil wir haben ja auch Kühe und dann werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Gras hier machen auf dieser wunderschönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier dran an dem Zaun vorbeikommen. Sehr gut. So, 33%. Okay. Ja, okay, dann lassen wir halt ein bisschen was stehen. So, dann fahren wir jetzt nochmal hier hoch. Dann nochmal das Vorgewende runter. Und wenn wir unten sind, dann lassen wir den Helfer los. Und dann gehen wir mit unserem Case 2, der beim Händler steht, mit dem Schneidwerk, beziehungsweise mit dem Mähwerk, so rum ist richtig, dann mal hier zu unserem Grasfeld und beginnen mal dort mit der Arbeit. So, komm. Wunderbar, wunderbar, schön, schön. So, der gute Deutz, den haben wir wie gesagt auch schon gewartet. Der ist jetzt auch wieder bei 100%. Fast. Ja, das Schneidwerk, das haben wir nicht gewartet. Deswegen ist er ein bisschen schon der Wartungsbalken etwas herunter. So, dann hier nochmal um die Kurve. 30% bereits abgeschlossen.
So, und 46, okay. Ja, da kann er noch ein paar Bahnen fahren. Sehr gut. Sehr gut. So, dann schicken wir den mal los. Und dann schauen wir mal. Hier steht unser Case. So, mit Mähwerk. Da machen wir doch gleich mal ein schönes Thumbnail. Zack, zack. Nee, so, 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 zack. Ja, so ist okay. So, und Knopf, zack. Motor an. Es geht los. Ja, weil wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, der müsste da hinten eigentlich eine Schwartablage haben. Dann sparen wir uns wieder einen Arbeitsgang. Oh, gleich wieder mal hier dagegen gedatscht. Ja, und rechts kommt auch was. Links ist frei, von rechts kommt was, aber wir sind schneller. So, dann fahren wir an unserem Hof vorbei. Dann kommen wir etwas schneller hier zu dieser Wiese. Links rum. Und gleich wieder rechts. Sehr schön. Jo, mit dem Wetter haben wir auch Glück. Den ganzen Tag Sonne, so wie es aussieht. So. Ja, da haben wir dann, glaube ich, das letzte Mal den Göweil gehabt ohne Wickler. Da haben wir eben nur die Ballen gemacht. Heuballen. Und diesmal sollen wir Silageballen machen. Da bin ich mal gespannt. So, hier geht's links rein und dann fahren wir hier bei unserem Hof vorbei. Und dann sind wir auch schon gleich da. Ups, über den Bordstein. So, hier geht's rein. Okay. Dann fahren wir mal da vorne aufs Feld. Muss ich gerade mal gucken. Ja, ja, das ist mit Wickler. Und letztes Mal war nämlich nicht mit Wickler. Gut. Ja, da ist das andere Feld. Sehr schön. Dann wollen wir mal ausklappen. Und jetzt muss ich erstmal die Hilfe wieder einschalten, damit wir auch sehen. Zack. Okay. Ja, da steht's. Oh Mann. Zack. Zack, Schwartablage. Genau, da gehen die Dinger auf und zu. Und das ist Breitablage, das ist Schwartablage. Sehr schön. Dann schmeißen wir das Ganze an. Oh ja, da sind die Kreuze, da ist die Map zu Ende. Ist klar, das ist wirklich hier Map-Ende. Sehr schön. Dann sparen wir uns natürlich wieder einen Arbeitsgang. Das ist sehr gut. Dann können wir dann sofort mit dem Göweil loslegen und Ballen machen. So, da gibt es einen Hochsitz. Und da oben gibt es ein Windrad. So, der andere ist auch schon wieder fast voll. Wir immer einmal ums Feld herum und dann können wir den Helfer losschicken und dann kümmern wir uns wieder um den Deutz und die Ernte. Ah! Ach du Schande, da liegt ja noch ein Ballen. Oh. Na. Okay, da liegt also noch ein Ballen. Oh je, 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 je. Wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Nee, stopp. Runterlassen. Den ein bisschen wegkicken, geht das? Weil sonst kommen wir nämlich jetzt hier gar nicht richtig rum. Oh Mann. Ja, das passt so, glaube ich. Okay. Da
liegt da noch ein Ball. Wieso haben wir denn den auch nicht weggebracht? Ja, das Blöde ist halt natürlich, wir können den Ball ja nicht aufnehmen und nicht wickeln. Jedenfalls nicht mit der Kombi. Schade, schade, schade. Und extra wegbringen bringt auch nichts. Dann müssen wir uns den später vielleicht nochmal holen. So. Okay. Und ab die Post. Sehr gut. Da fährt er dann, der Case. Sehr schön, sehr schön. Noch ein Thumbnail für zwischendurch. Und wir schauen mal, was der... Au, 99, das passt ideal. Das passt doch ideal. Haben wir wieder gutes Timing bewiesen. Sudele. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, Freunde. Das soll es auch wieder mal für die Folge gewesen sein. In der nächsten machen wir dann weiter. Und da werden wir dann Ballen wickeln mit dem Göweil. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder zuschaltet. Und ich sage an der Stelle wie immer recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Darf mich bei euch bedanken und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.